Major Mind Concept, the ultimate breakthrough radio show. Mindset tuning, personal growth, how to reach financial and time freedom. Find your passion. You are awesome. You are really special. You've balls to the wall to surf the highest waves with us. Welcome to the Life Changing Podcast. We bring the thoughts and ideas of the greatest and the most successful leaders in our society into our squad. Morgan Bizdu Millionaire. Just kidding, bro. It's hard work, but it's absolutely worth. Join our MMC squad and see your future success become reality. Hey, ich grüße dich, Markus Hetzniger hier. Hier ist Major Mind Concept Radio und unser heutiger Gast ist Robin. Robin ist 23 Jahre alt und ist Gründer der Entrepreneur University. Unter anderem studiert er noch BWL und hat einen extrem, geilen Ansatz, damit er sagt, hey, in der Uni lernt man einfach nicht das, was man draußen im Leben wirklich braucht, was im Business wirklich benötigt wird. Und genau deswegen stellen wir eine eigene Veranstaltung auf die Beine, um den Jungs da draußen und den Mädels zu zeigen, was alles möglich ist. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du am Start bist. Herzlich willkommen, Markus. Danke, dass ich hier sein darf. Gerne. Magst du uns einfach ganz kurz noch ein bisschen mehr zu dir erzählen? Ja, gerne. Also ich kann auch gerne ein bisschen weiter ausholen, wenn es die Leute interessiert. Wir hatten auch eben vorhin mit Markus eine Schnittmenge gehabt. Ich habe lange Zeit relativ hoch Fußball gespielt, war bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag, danach beim Erzfeind Kickers Offenbach, ja. und bin dann aber wollte dann eher ins Berufsleben so gehen und war dort als Immobilienkaufmann tätig, habe da meine Lehre gemacht, habe aber relativ schnell für mich gemerkt, dass ich mich selbst verwirklichen will und dass ich halt nicht während der Arbeitszeit 2 Stunden auf Toilette sitzen möchte und gucken will, wann die Zeit rum ist. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen zu gründen, habe ein eigenes Startup gegründet, was mit Import zu tun hat und nebenbei mit meinem besten Kumpel Johannes die Entrepreneur University. Boah, sehr geil. Da will ich später auch nochmal genauer drauf eingehen, wie das Ganze so stattgefunden hat, wie das entstanden ist. Ganz kurz zu fassen, noch ein Erfolgszitat. Hast du irgendwie so ein Mantra, das sich so durch dein Leben zieht wie ein roter Faden? Hast du da was? Also das ist ein Stegreif, würde ich sagen, dass ich eher ein bescheidener Typ bin und deswegen auch, viele werden es vielleicht auch von Matthew Mockridge kennen, das habe ich für mich so implementiert, das heißt promise low, deliver high, also versprich erstmal wenig und liefer dann umso mehr ab. Sehr, sehr geil, also das kenne ich auch von Matthew Mockridge, ja, er hat es so publik gemacht, sehr geil. Ja, erzähl uns doch einfach mal kurz zu dich, wo bist du aufgewachsen, was waren so deine Träume schon als Kind? Nimm uns doch da einfach mal mit in so eine Geschichte. Ja, also ich bin Frankfurter Junge, komme aus einem Vorort aus Neu-Isenburg. Das wird den meisten jetzt nicht so viel sagen, aber wie gesagt, ist ein Vorort von Frankfurt. Ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, war sehr darauf fixiert, Fußballprofi zu werden. Daher kommt auch so dieses Großträumen und sich mit wenig zufrieden geben, ist halt nicht so gewesen. Ich wollte halt immer groß was erreichen. Und das war so die Kindheit, das war das, was mich in der Kindheit sehr geprägt hat, ja. Okay, wie lange hast du Fußball gespielt? Also angefangen mit 3 Jahren und habe dann, bis ich 21 war oder kurz bevor ich 21 wurde, Fußball gespielt, ja. Okay, das hat sich dann aufgelöst oder hast du dann gesagt, das will ich nicht weiterverfolgen. Wie war das? Genau, also es war so, dass ich zuletzt bei Kickers Offenbach unter Vertrag stand. Die sind dann insolvent gegangen und dementsprechend konnte ich davon auch nicht mehr leben und habe aber auch für mich gemerkt, dass es gar nicht mehr mein Traum ist, sondern habe gedacht, ich renne Erwartungen von Leuten, die mich kennen, renne ich nur noch hinterher und nicht mehr mit meinen eigenen Träumen und habe dann irgendwann gesagt, okay, das ist mein Leben und das muss ich leben und deswegen habe ich gesagt, ich mache was anderes, was wirklich jetzt meine Erfüllung ist. Boah, geil. Das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, die Story, habe ich heute schon mal gehört. Sehr geil. Ja, und erzähl doch mal ganz kurz, wie seid ihr zur Entrepreneur University gekommen? Wie ist das entstanden? Nimm uns da wirklich mal mit so in die Gründerschuhe. Wie war das? Ja, da muss ich gar nicht lange in die Vergangenheit reisen. Es ist ja relativ frisch, die Sache. Wie gesagt, du hast gesagt, ich bin Student, ja, noch. Und mehr schlecht als recht, sage ich immer. und ich bin eines Tages in die Uni gelaufen, habe mir gedacht, ich habe eigentlich gerade nicht so Bock, in die Uni zu gehen. Und das hat ja auch einen Grund. Und zwar der Grund ist halt der, dass ich dort fürs Leben eigentlich, meiner Meinung nach, ich will die Uni nicht komplett schlecht reden, aber zum größten Teil nicht das lerne, was ich wirklich brauche. Und das finde ich, da gibt es eine Lücke, auch im Bildungssystem ganz klar.
Und dann habe ich meinen Kumpel Johannes angerufen und gesagt, ey, wollen wir nicht unsere eigene Uni in Anführungszeichen gründen mit Leuten, die die letzten Jahre richtig was gerissen haben, die das leben, was wir erreichen wollen. Und deswegen haben wir dann die Entrepreneur University gegründet. Boah, geil. Wie habt ihr das aufgebaut? Wie habt ihr da angefangen? Ich meine, so eine riesen Veranstaltung, sowas plant sich ja nicht so von heute auf morgen. Das ist ein riesiger Prozess. Erzähl uns einfach mal ganz kurz los. Ja, genau. Also es ist weit mehr, als ich anfänglich gedacht habe. Was glaube ich. Auf dem Schirm hat. Ich sage auch immer zu Johannes, dass wir eigentlich jeden Tag Sachen machen müssen, für die wir eigentlich nicht qualifiziert sind. Aber irgendwie kriegt man es dann doch auf die Reihe. Und das ist ja auch das Schöne auch an Selbstständigkeit generell, dass man halt jeden Tag sich zwingt, Sachen zu machen, für die du eigentlich nicht qualifiziert bist. Genau, um auf deine Frage einzugehen. Wir waren Feuer und Flamme für die Vision, haben uns am nächsten Tag in der BIP hier in der Goethe in Frankfurt getroffen und haben gesagt, okay, lass uns das einfach machen, und haben uns Speaker rausgesucht, die wir unbedingt am Start haben wollen, unter anderem ein Leitbild von mir, Matthew Mockridge, absolut zum zweiten Mal heute gefallen schon, Alexander Hartmann, ein richtig krasser, smarter Typ auch, Hendrik Löthers, bin ich auch Fan von seinem Channel auch, und dann sind wir so Step on Step natürlich auch noch an andere herangetreten und haben erstmal im ersten Kontakt den Kontakt mit den Speakern gesucht. Boah, geil, okay. Habt ihr die dann einfach ganz normal angefragt? Wie war da so der Werdegang? Und ich meine, an solche Speaker zu kommen, ist jetzt auch nicht einfach. Wir wissen, von was wir sprechen. Hier grinsen alle. Ja, absolut. Also es ist extrem geil, dass ihr da auch die Jungs wirklich am Start habt. Ich glaube, das sind auch so mit die Besten. Wie war das dann? Ich meine, ihr braucht einen riesen Raum. Wie habt ihr dann gesagt, okay, mach eine kleine Veranstaltung? Oder war von Anfang an klar, das soll was Größeres werden, soll was Langfristiges werden? Oder soll das eine einmalige Sache werden, eine einmalige Veranstaltung? Wie ist da so euer Plan gewesen? Ja, also ich fange mal von hinten an. Es soll keine einmalige Sache werden. Und zwar soll eine Eventreihe werden. Am besten bis ich sterbe, auf gut Deutsch. Also wir haben da kein Ende in Sicht. Okay. Aber ja, das ist die Sache, dass wir eine Eventreihe machen wollen. Von der Herangehensweise war es so, dass wir, wie gesagt, erst die Speaker angeschrieben haben. Wir haben halt geguckt, was kommt zurück oder kommt überhaupt was zurück. Und wir sind, glaube ich, wie im Dreieck gesprungen als die Ersten. Du hast auch vorhin schon angesprochen, als wir privat gesprochen haben. Mhm. Uns ging es ähnlich. Als die ersten krassen Speaker zurückgeschrieben haben, haben uns natürlich mega gefreut. Und dann werden halt Sachen nach und nach ausgenockt. Okay, jetzt stehen die Speaker, jetzt die Location. Okay, wir wollen keine kleine Veranstaltung machen. Das war uns vornherein klar. Müssen wir auch eine große Veranstaltung machen, weil so eine Veranstaltung hat halt auch enorme Fixkosten, die mit sich kommen. Das meine ich, wie viele Leute rechnet man dann bei euch? Also wir können es nicht in die Glaskugel gucken, aber so wie sich das tendenziell entwickelt, rechnen wir mit 300 Leuten. Boah, das ist schon stark, so wie die allererste Veranstaltung. Macht sich das mal bewusst. 300 Leute. Ja. Wahnsinn. Ich meine, ihr macht das jetzt nicht hauptberuflich, sondern ihr studiert ja auch. Genau, stark. Wir studieren und wir müssen uns natürlich auch irgendwie über Wasser halten und machen halt neben dem Studium auch unsere Nebenjobs und Minijobs, je nachdem. Und das ist schon ganz schön viel an Arbeit, aber man merkt halt, dass es irgendwie nicht Arbeit ist, sondern dass es halt, dass man halt gerne bis 1, 2 Uhr nachts dann noch da sitzt, E-Mails beantwortet. Genau. Und das ist halt das, was ich vermisst habe. Und das habe ich jetzt nach dem Fußball und nach dem Arbeitsverhältnis im Angestellten-Dasein wieder gefunden und macht mega Spaß. Boah, sehr, sehr geil. Wie schaut es aus? Gibt es überhaupt noch Tickets oder sind die schon alle vergriffen? Es gibt in der Tat noch Tickets. Okay. Nicht mehr allzu viele, vor allem von den Early-Bird-Tickets und Studententickets gibt es nicht mehr viele. Deswegen der Tipp an die, die wirklich dabei sein wollen, und ich lege es jedem wärmstens ans Herz, die müssen schnell sein und ein paar Tickets gibt es noch. Ja. Boah, sehr geil. Packe ich auf jeden Fall in die Shownotes mit rein. Wann, wo ist es? Wie finden wir das? Genau, also ihr findet es einmal unter, ich sage jetzt einmal die Domain, oder? www.entrepreneur-university.de. Du haust ja nochmal unten rein, weil die manche Leute vertippen sich bei Entrepreneur, habe ich gemerkt. Das kennen wir auch. Und deswegen lieber unten rein. Ganz kurz an der Stelle für alle Leute, unser Logo, auch unser MMC-Logo, das Podcast-Logo, da steht ja auch Entrepreneur, das Wort mit drin. Und zwar bei unserem ersten Logo war das falsch geschrieben und es war in iTunes Online mit Entrepreneur falsch geschrieben. Das ist der größte Fehler, der passieren kann. Ey, du wirst lachen, Markus. Aber, du wirst lachen, Markus. Ja. Wir haben das Logo in Auftrag gegeben und der uns das Logo gemacht hat, hat auch Entrepreneur falsch geschrieben. Das ist schon die Connection, das ist sehr geil. Ja, Wahnsinn. Ja, cool.
Jetzt würde mich natürlich interessieren, das sieht das alles so clean aus. Ihr habt da, ihr seid Studenten, ihr habt dazu beschlossen, eine eigene Veranstaltung zu launchen. Das läuft gut, die Tickets sind fast ausverkauft, das ist mega geil. Aber gab es doch auch den einen oder anderen Moment mal, wo du sagst, oh fuck man, das funktioniert überhaupt nicht, das läuft jetzt echt, das ist echt schwierig. Gibt es irgendeine Story, die du erzählen kannst? Ja, also natürlich der Ablauf an sich, diese Planung auch mit den Speakern und auch die Verträge zu gestalten, weil man halt nicht in Position ist wie zum Beispiel manch andere renommiertes Speaking-Event, muss man natürlich auch Abgrenzung machen und da muss man halt zusehen, dass man irgendwie den Speakern was bieten kann, dass du vielleicht nicht die hundertprozentige Gage zahlst als sonst oder die vielleicht die ein oder andere Klausel reinschreibst, die dich nochmal in gewisse Sicherheit bringt. Das ist eine Sache, wo du Feingefühl brauchst und das ist eine Sache, die nicht leicht war, aber wir haben tolle Jungs am Start, die uns da auch recht etwas entgegengekommen sind und deswegen hat es uns da leichter gemacht. Was der zweite, so der größte Herausforderungspunkt ist, ist natürlich die Reichweite und wir haben das Ding auch von null aus dem Boden gestampft und waren jetzt nicht so die vernetzten Leute in der Szene auch und das ist halt die größte Herausforderung nach wie vor, Reichweite aufzubauen und Leute überhaupt über unser Vorhaben, unsere Vision zu informieren. Boah, das glaube ich, weil ihr kommt ja wirklich aus dem Studentenumfeld, sage ich jetzt einfach mal. Genau, ja. Und dann müsst ihr so 100% ins Unternehmerumfeld, wo wirklich so die Networker sind, die einfach wirklich junge Unternehmen, die auch schon Startups haben, Firmen haben, die selbstständig sind im Vertrieb, wie auch immer. Und da die Leute zu erreichen, ist eine komplett andere Peer Group, als in der ihr bis jetzt wart. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall eine krasse Schwierigkeit, das glaube ich sofort. Ja. Aber ich weiß es noch, ich war in Spanien im August, Ende August war das, und dann sehe ich, ich habe die Anzeige gesehen, Entrepreneur University mit Matthew Morgridge, ich weiß nicht, ich habe sofort gekauft damals. Ja. Ich glaube, ich war einer der Ersten, haben wir zuvor schon gesprochen. Ja. Mega geil, unterstützt die Jungs, das ist eine riesen Mission, eine riesen Vision. Es kann nur eine brutal geile Veranstaltung werden. Also an der Stelle, ich packe sie nochmal in die Shownotes. Seid am Start, wir alle sind dabei. Und es wird ein Riesending. Sehr cool. Ja, übrigens, danke. Du hast uns echt einen geilen Abend beschert, weil wir waren in der Bibliothek in der Goethe-Uni und haben da in Facebook die Gruppen penetriert und so weiter. Das kennen wir auch. Und wir haben halt keine Tickets verkauft, so den ersten 2-3 Tage. Und wir haben halt überlegt, was können wir machen und so. Wir haben noch 4 hammergeile Speaker am Start. Warum wollen die Leute nichts kaufen? Und dann kam eine Nachricht von Markus, von Eventbrite, dass ein Herr Markus gekauft hat und da hast du uns einen schönen Abend gemacht. Wir lagen uns in den Armen. Und sehr cool. Der ein oder andere hat eine Freudenstränen gedrückt. Nein, übertrieben gesagt, aber wir waren echt happy und das war so der erste Moment, jetzt ganz Spaß beiseite, das war so der erste Moment, wo wir gemerkt haben, ey, jemand hat gerade Geld gezahlt für unsere Veranstaltung. Das war ein schönes Gefühl, ja. Boah, geil. Ja. Also ich habe das auch gesehen, es war wirklich ehrlich so, wir kannten uns ja zuvor auch nicht. Ja, genau. Dass ich gesagt, hey, die Veranstaltung mit dem Speaker zu dem Preis, da muss ich hin. Ich habe gleich sofort 2 Tickets gekauft. Ja. Es war ehrlich so und das unterstütze ich auch zu 100%. Jetzt hast du gerade schon angesprochen mit dem Moment, wo du wirklich extrem glücklich warst. Du sagst, immer so die erste verkaufte Karte, wirklich jemand, der unser Ticket gekauft hat. Gab es sonst noch einen Moment, der dich wirklich so richtig glücklich gemacht hat, wo du sagst, hey, ich bin jetzt richtig stolz mit dem, was ich jetzt hier aufgebaut habe. Gibt es da schon was oder kommt der Moment erst? Ja, das ist so täglich so eine Achterbahnfahrt. Also du hast halt mal so Höhepunkte und dann hast du mal so 2-3 Tage wieder einen Durchhänger, weil halt das nicht so funktioniert, wie du es dir vorstellst. Der glücklichste Moment bis hierhin war, glaube ich, tatsächlich da, wo du das Ticket gekauft hast. Ja, wirklich ein krasser Zufall. Der glücklichste Moment wird, glaube ich, bis jetzt in naher Zukunft der 13.11. sein, wenn das Ding stattfindet. Und dann, wenn richtig ich dann, geil wird. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben gerade anfänglich von meinem Mantra gesprochen, Promise Low, Deliver High, das will ich heute mal brechen und versprechen, dass das eine mega geile Veranstaltung wird. Genau, und das wird, glaube ich, dann der Moment, wo du halt auch mit Stolz dann auf die Sache guckst und sagst, hey, das haben wir gemacht. Ja. Geil, sehr schön. Kennst du das Buch von John Strelacki, Big 5 for Life? Wenn du es nicht kennst, sind einfach die 5 Dinge, die dich einfach bewegen. Wenn das Leben ein Spiel wäre, was für 5 Dinge müsstest du erlebt oder getan haben, damit du das Spiel gewinnst? Gibt's da was? Also das Buch habe ich schon, also den Titel kenne ich, den Autor auch, ich habe es noch nicht gelesen. 5 Dinge, jetzt aus dem Stegreif, 5 Dinge. Die einfach in deinem Leben extrem wichtig sind, wo du sagst, hey, die müssen überall drin sein. Auf jeden Fall Nummer 1 Familie und Nummer 2 Freunde. Vielleicht kann man das auch als einen Punkt zusammenfassen.
Dann ist mir sehr wichtig nach wie vor Sport. Das ist wie eine Art, klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber wie eine Art Meditation für mich auch, Sport treiben zu können und auch das Privileg zu haben, gesund zu sein. Und da sind wir vielleicht auch schon bei Punkt 2, Gesundheit. Genau, gesund sein zu können oder gesund zu sein, besser gesagt. Und das ist auf jeden Fall die klare Nummer 2 oder 3. Nummer 4 ist Träume verwirklichen. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig, weil es dir auch so einen Antrieb gibt, für was du halt morgens aufstehst. Ich habe es halt gemerkt bei meinem Angestellten-Dasein, ich hatte eigentlich gar keinen Bock, morgens aufzustehen. Ja, und jetzt ist es anders. Ich bin um 5 Uhr, okay, wollen wir nicht lügen, 5:30. Um 5:30 bin ich wach morgens. Aber von alleine und fange an, die ersten Mails zu schreiben und so weiter. Jetzt hast du gerade von Träumen gesprochen. Was ist denn dein Traum? Also mein Traum ist auf jeden Fall, eine gewisse Freiheit zu erreichen. Freiheit in Form von jeglicher Art. Also Freiheit, natürlich auch finanzieller Art, da braucht man nicht drum herum reden. Ja. Aber auch Freiheit vielleicht auch geografischer Natur, also dass du dich frei bewegen kannst und nicht irgendwie ortsgebunden sein musst oder auch zeitgebunden sein musst, dass du von 8 bis 5 irgendwo verpflichtet bist zu sein. Also Freiheit ist so der größte Traum, den ich habe, und das auf sämtlichen Ebenen. Ja. Geil, stark. Perfekt, dann kommen wir kurz zur Q&A-Session, also möglichst kurze Fragen mit kurzen Antworten für maximalen Wert. Mhm. Einfach ganz kurz, du hast das Thema Geld gerade auch angesprochen mit der finanziellen Freiheit. Mhm. Jetzt die Frage, wie wichtig ist dir Geld? Macht Geld dich glücklich? Also Geld ist mir ehrlich gesagt, also wirklich 100% ehrlich gesagt, nicht so wichtig. Mhm. Ich merke es auch, dass ich in meinem Angestelltenverhältnis viel mehr verdient habe, als ich halt gerade verdiene. Ja, wir haben ja noch nicht mal eine Veranstaltung am Start, also die kommt ja jetzt erst, wo man hätte vielleicht mit Geld verdienen können. Aber ich merke, das ist auch für mich so ein Learning in der Zeit, dass mir das viel mehr gibt, dieses Tun an etwas und dieses Arbeiten an etwas, wo du halt echt Bock drauf hast. Wobei, man muss halt auch sagen, man muss halt auch irgendwie zusehen, dass man dann es schafft, auch das Finanzielle mit der Passion zu vereinbaren. Und dass halt Geld schon auch in einem gewissen Grad halt wichtig auch schon ist. Ja. Klar, ich meine, wir leben im Kapitalismus. Ja, Was ist das Verrückteste, was du jemals gemacht hast, Robin? Immer diese gemeinen Fragen. Also da ich jetzt weiß, dass meine Eltern nicht zuhören werden. Nein, was heißt das Verrückteste, was ich je gemacht habe? Ich weiß nicht, ob ich es hier sagen darf. Was legal ist. Oh, das war ein Ibiza-Urlaub mit meinen Jungs. Ja. Ich glaube, die vielleicht wissen die einen oder anderen, wo es jetzt hingeht, aber wollen wir lieber abbrechen an der Stelle. Nein, das Verrückteste, was ich je gemacht habe, eigentlich bin ich gar nicht so ein verrückter Kerl, aber da triffst du mich jetzt echt auf den falschen Fuß, muss ich ehrlich sagen. Kein Problem, können wir hinterlegen, können wir später nochmal ansprechen, wenn du möchtest. Aber hast du ein Vorbild? Gibt es hier so ein Role Model in deinem Leben? Vorbild habe ich jetzt an sich nicht so, weil man irgendwie, man immer man selbst sein soll, finde ich, und man kann irgendwie nichts kopieren. Und das ist immer so die Gefahr für mich bei Vorbildern, dass man dann versucht, genau so wie der zu sein, und das funktioniert halt nicht. Leitbild habe ich unter anderem gesagt, ist auf jeden Fall momentan in der Phase Matthew Mockridge ganz stark. Trotz alledem hatte ich halt auch viele sportliche Vorbilder, weil die halt auch sowas verkörpern wie Disziplin, Ausdauer, Ehrgeiz, an etwas zu arbeiten. Da ist auf jeden Fall auch Muhammad Ali ein Vorbild oder Cristiano Ronaldo, muss auch zugeben, war in meiner Fußballzeit auch ein Vorbild. Ja. Okay, alles klar. Ich denke auch, es geht nicht darum, jemanden zu 100% zu kopieren, sondern dieses Modeling of Excellence, sondern wirklich nur zu schauen, was macht der, was kann ich übernehmen, aber in meiner Persönlichkeit bleibend. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das muss man unterscheiden, weil viele Leute kopieren dann und das führt natürlich irgendwo hin, ist klar. Ja. Hast du eine Morgenroutine? Hast du irgendwie so einen geregelten Tagesablauf? Ja, habe ich, wobei ich muss gestehen, dass ich die letzten 1-2 Wochen das habe schleifen lassen. Aber ich habe wirklich eigentlich eine Morgenroutine, und das ist einmal hole ich mir mein Buch raus, ganz normal, ganz altmodisch mit einem Stift, einem Zettel, je nachdem, und schreibe mir meine 4 Ziele auf, die ich im Leben habe. Und die sind auch aus verschiedensten, also die sind nicht nur auf Business-Ebene, sondern aus verschiedensten eben 4 Ziele, und die schreibe ich jeden Morgen auf. Und dann mache ich sowas wie positive Affirmation. Das heißt, ich sage mir 5 Sachen, die ich
noch nicht habe, aber trotzdem aufschreibe. So nach dem Motto, fake it until you make it. So eine Autosuggestion sozusagen. Genau. Geil. Mhm. Sehr stark. Woher hast du das, wenn ich fragen darf? Gibt es da irgendwie ein Buch, das dich da inspiriert hat oder einen Mentor? Ich weiß gar nicht, wo ich das aufgeschnappt habe. Ich will, glaube ich, jetzt nicht zum fünften Mal Matthew Mockridge sagen. Aber es war Matthew Mockridge. Es macht Matthew Mockridge auf jeden Fall auch. Aber ich glaube nicht, dass ich das erste Mal von ihm gehört habe. Ja. Aber genau, da habe ich es auf jeden Fall auch schon mal gehört. Sehr geil. Wenn wir Thema Buch waren, hast du ein Lieblingsbuch? Hast du da irgendwas, was du den Zuhörern empfehlen würdest? Du sagst, hey, das hat echt extrem viel in meinem Leben positiv verändert. Gibt's da was? Ich hau mal zwei raus. Ja? Ja. Einmal Robin S. Sharma, der Mönch seinen Ferrari verkaufte. Ja. Und die 4 Stunden Woche von Tim Ferriss. Ja. Geil. Absolut. Zwei extrem starke Bücher, packen wir beide in die Shownotes. Ja, gerade von Robin Sharma habe ich auch sehr viel gelernt. Ja. Ja, starkes Buch. Ja. Hast du Lieblingsfilm? Lieblingsfilm? Harry Potter 1, glaube ich. Harry Potter 1 packen wir auch mit rein. Sehr cool. Sehr stark. Ja, cool. Hast du irgendwie einen Lieblingssong? Irgendwas, wo wir sagen, hey, musikalisch können wir uns mit dir da auch verbinden. Gibt's sowas? Gute Frage. Also ich bin so einer, der bleibt nicht so an einem Song hängen. Ich wechsle da immer relativ schnell. Oder was hörst du? Vor allem zum Arbeiten, zum Lernen? Also, da cool, also so für mich persönlich höre ich viel R&B, wobei das die Podcasts das jetzt ersetzt haben. Mhm. Ich versuche jetzt wirklich die Zeit... Das ist gut, da kennen wir einen ganz guten. Ja, ich auch. Nein, jetzt ganz im Ernst, das drängt sich gerade ein bisschen aus meinem Leben raus. Also ich versuche wirklich diese toten Zeiten, das heißt, wenn du staubsaugst zu Hause oder Auto fährst, nicht mehr mit Musik zu füllen, sondern mit Podcast-Folgen. Auf jeden Fall empfehlenswert an jeden. Wenn meine Wenigkeit da einen Tipp geben kann, mach das auf jeden Fall. Und vom Song her an sich, ja, ich muss ehrlich zugeben, ich stehe schon so ein bisschen auf Schnulzen. Jetzt ist es raus. Nee, also so R&B ist auf jeden Fall so die Musikrichtung, die mir gefällt. Und ja, das genau. Sind die üblichen halt, Chris Brown und sowas. Ja. Alles klar. Robin, eine Sache würde mich noch wahnsinnig interessieren. Was motiviert dich, jeden Morgen aufzustehen? Was ist das Ding, was dich wirklich glücklich macht? Ja, also das erschließt sich der Kreis wieder, was wir eigentlich vorhin auch schon angesprochen haben. Glücklich macht mich, an Sachen arbeiten zu können, die so meine Passion verfolgen. Und das der glücklichste Moment an einem Tag, der ist eigentlich relativ bescheiden, würde ich mal sagen. Und zwar oft ist es abends, wenn man zurückschaut, was man heute alles so erreicht hat und was man dazugelernt hat und am besten noch so den Abend ausklingen lässt mit seiner Familie und mit seinen besten Freunden. Das sind so die Momente, die ich am meisten schätze. Also die kleinen, wertvollen Dinge im Leben, sag ich mal. Genau, ja. Sind meistens die stärksten, sehr geil. Boah, herzlichen Dank für die ganzen geilen Antworten, für die ganzen Einblicke, war echt stark. Jetzt eine Frage noch, wie kann die ganze MMC-Sport, wie kann sich die mit dir connecten? Stellvertretend für das ganze Team der Entrepreneur University, schreibt uns einfach eine Mail an info@entrepreneur-university.de. Pack ich mir rein. Dann natürlich auf Facebook, einfach suchen Entrepreneur University, da müsste man uns finden direkt und einfach anschreiben. Wir antworten eigentlich relativ schnell, ja. Mhm. Geil, wunderbar. Packe ich auf jeden Fall noch mit in die Shownotes. Und wir haben jetzt hart diskutiert, Robin und ich, und weil die Veranstaltung ist einfach so geil, da kommen so geile Speaker, da wird so ein Mehrwert geboten und das für so wenig Geld, also das ist wirklich geschenkt und selbst da haben wir jetzt nochmal einen mega Deal ausgehandelt für euch, für die ganze MMC Squad, weil wir da als Community erscheinen wollen. Wir sind alle am Start und das wird ein Riesentreffen, wir freuen uns da mega, euch auch persönlich kennenzulernen. Und Robin, sag doch mal ganz kurz, was wir jetzt ausgehandelt haben für die komplette MMC Squad. Genau, also wir haben uns darauf einigen können, dass 15 Euro auf jedes Ticket, also momentan gibt es noch wenige, wie gesagt, Studenten- und Early-Bird-Tickets, darauf jeweils nochmal 15 Euro, also ich würde sagen, fast geschenkt, ja. Und auch, was kostet das Ticket, Entschuldigung, ich unterbreche, was kostet das Studententicket dann? Genau, also 59 kostet es normalerweise und dann minus 15 Euro müssten 44 Euro, das sein. Müsst ihr euch mal vorstellen, es kommt... Wer kommt alles? Matthew Mockridge, Alexander Hartmann. Das sind übrigens zwei. Alexander Hartmann ist zum Beispiel in dem Ranking bei den Top 55 Speakern Europas. Also das sind schon Leute, die in der Champions League, in der Speaking-Szene sprechen und da unterwegs sind. Und da könnt ihr euch echt auf was freuen. Geil. Wie viele Tickets gibt's da noch? Das sind 30 Tickets und auch vom Zeitlimit begrenzt bis zum 30. Also 30 Tickets bis zum 30. Sehr geil.
Wahnsinn, nehmt es wahr, ich packe das in die Shownotes. Richtig geil, seid ihr alle am Start, wir kommen selber alle. Ich freue mich schon mega, schon seit Monaten. Ich war einer der Ersten, die das Ticket gekauft haben. Ich freue mich mega, auch euch dabei zu unterstützen. Das ist eine mega geile Mission, die wirklich was bewegt. In dem Sinne, Robin, herzlichen, herzlichen Dank, dass du am Start warst. Ich danke dir. Und wir sehen uns am 13. Mega. Rein. Mega. Geil, sehr geil. So. Herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Ich will einfach nur noch kurz zwei, drei Dinge raushauen, die für die komplette MMC-Squad essentiell sind. Zum Ersten ist es die Podcast-Bewertung. Wenn dir das Ganze gefallen hat, wäre es unglaublich, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, auch mit einem Kommentar. Ich lese sie alle, es freut uns einfach wahnsinnig. Einfach extrem wichtig, damit der Podcast gefunden wird und wir wirklich noch mehr Menschen auf ihrem persönlichen Weg helfen können. Zum Zweiten, join us on Facebook, lass uns ein Like da, verfolg die Beiträge, da kommt richtig geiler Content und du bist immer up to date. Nur das Beste für dich. Ciao, Mann. Thank you for spending your time with our MMC Squad, the surrounding that lets your personality grow. Take the next step. Become a major mind creator and join us on Facebook. Hell yeah! Have a great day and make a difference.